zum Gymnasium nach Bünde und wieder nach Hause mussten Bruder Gerhard und ich jeden Morgen 10 Kilometer hin und zurück radeln. Auch im Winter, wenn es zuweilen irrsinnig kalt war. Bis minus 25 Celsius gerade. Es war schon was Elendes. Seitdem hasse ich es, morgens bei Dunkelheit aufzustehen und das Haus zu verlassen. Der Morgen graute erst, wenn man in der Stadt ankam. Eines Tages sah ich, mich der Stadt nähernd, wie dieses trübe Licht durch Feuersbrünste illuminiert und durch Rauch geschwärzt war. Auch in dieser kleinen Stadt Bünde, ähnlich wie damals in Gütersloh und allen deutschen Städten, wurde am 9. November 1938 in der sogenannten Reichskristallnacht die Synagoge und Privathäuser jüdischer Mitbürger angezündet. Vom Klassenfenster aus konnten wir Schüler an diesem Morgen in den benachbarten kleinen jüdischen Friedhof hinuntersehen, wo Bäume abgehauen, die Grabsteine umgestoßen und mit Hassparolen und Hakenkreuzen besudelt waren. Niemand sagte etwas, auch der Herr Klassenlehrer nicht, für die deutsche Sprache zuständig. Alle taten, als ob überhaupt nichts geschehen wäre. Und niemand fragte. Auch ich nicht, jedenfalls nicht viva voce, nach dem stillen, dunkelhaarigen Jungen, der seitdem für immer der Schule fernblieb. Dass auch dieses schreckliche und verhängnisvolle Ereignis im Elternhaus kein Thema war, verstand sich inzwischen für uns schon von selbst. So kalt und sprachlos war unsere Welt geworden.